Die Kärntner Sparkasse hat allen Grund zur Freude, schrieb sie doch im Jahr 2013 eine mehr als positive Bilanz. Bei der Pressekonferenz verdeutlichte Vorstandschefin Gabriele Semmelrock-Werzer das erfolgreiche Ergebnis. Über 2000 neue Kunden und ein Bilanzgewinn von 4,6 Millionen Euro können sich sehen lassen. Wir haben Grund zur Freude, weil wir doch ein herausforderndes Jahr aus unserer Sicht sehr erfolgreich abgeschlossen haben mit Steigerungen im Betriebsergebnis. Und wir sind fit für die Zukunft, weil unsere Eigenkapitalquoten gestärkt sind und wir dem Geschäftsandrang ganz zufrieden entgegenblicken. Die persönliche Betreuung der Kunden und die damit verbundene Kundenzufriedenheit stehen für Semmelrock-Werzer im Vordergrund. Auch in Zukunft soll die Kärntner Sparkasse als erste Adresse und Ansprechpartner für Kunden stehen. Wir müssen uns in Kärnten gerade bemühen, dass wir diese Kunden bekommen. Die Bevölkerung stagniert, wenn es schon gut ist, wenn es schon positiv ist. Das heißt, wir müssen uns anstrengen, dass wir Kunden von der Kärntner Sparkasse überzeugen können. Mit neuen Innovationen und zahlreichen Förderungen will man in Zukunft noch stärker am Markt auftreten und dadurch die klare Positionierung der Bank aufzeigen. Die Kärntner Sparkasse hat ja den Slogan auch Hilfe zur Selbsthilfe schon von Anbeginn von 1835 weg. Und wir haben voriges Jahr wieder sehr, sehr viele Projekte in Kärnten unterstützt, mit Hilfe der Privatstiftung Kärntner Sparkasse ebenfalls. Die und mit unserer Strategie, Jugendförderung zu betreiben, eigentlich auf dem richtigen Weg liegen. Und wir haben sicherlich dem einen oder anderen Sportler auch den Weg geebnet, in Zukunft mehr zu werden. Das Gleiche gilt auch für den kulturellen Bereich. Auch der Markt in Slowenien ist für die Kärntner Sparkasse interessant. Obwohl das Umfeld hier schwierig ist, zeigt sich Vorstand Siegfried Huber optimistisch, da der Finanzmarkt in Slowenien langsam wieder Vertrauen fasst. Der internationale Kapitalmarkt fasst wieder Vertrauen in Slowenien. Und das glaube ich, dass nachher die ganze Wirtschaft sich auch wieder positiv entwickeln wird, wenn die Hausaufgaben, natürlich die nationalen Hausaufgaben, gemacht werden. Man ist, wie es Vorstandschefin Gabriele Semmelrock-Werzer betonte, also fit für die Zukunft. Auch 2014 wird ein erfolgreiches Jahr werden. Also mir ist sehr wichtig, dass wir die Qualität, die wir in der Kärntner Sparkasse bieten, besser nach außen bringen, dass wir den Kunden erklären, was wir sind, weil ich merke doch immer wieder, die Sparkasse hat einen sehr guten Ruf, aber auch diese einzigartige Stellung, die wir im Markt haben als Sparkasse, die gemeinnützig nach wie vor ist, glaube ich, das muss man verstärken. Und Sparkasse ist jetzt nicht gleich ein Synonym für Innovation und das müssen wir stärker ändern, würde ich sagen.